So, da sind wir ja wieder. Herzlich willkommen zurück zu... Oh, scheiße. Zu Battlefield Hardline. Nein. Zu Battlefield Hardline. Wir müssen hier gerade abhauen. Ich weiß nicht wie. Ich muss mich hier echt sputen. Ich werde hier nämlich gesucht und das ist ziemlich Banane. Komm schon. Kann ich den von hier erwischen? Ich hoffe doch mal. Ich krieg den von hier nicht. Mist. Da kommen noch mehr. Ich werde hier nämlich gerade... Ich bin nämlich in der letzten Episode abgehauen. Die rennen alle da hoch. Gut, dass die mich nicht erwischt haben vorhin. Hey, hier. Wow. Wie sind denn die an dir vorbeigekommen, Kollege? Oh, geschafft. Sehr gut. Hui. Neuer Look gefällt mir übrigens. Dankeschön, so schön orange, ne? Steht mir. Warte einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Ach, ich geh auch vor. Da ist ja ein Auto. Na, du hast aber nicht eilig, wa? Die schon wieder. Leute, also so langsam. Der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen Knast overall. Das fällt ja auch nicht auf, wenn da plötzlich so ein Auto aus der Zone rausfährt, ne? Also irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ich vertraue hier niemandem mehr. Die können mich alle am Arsch lecken. Ich gehe jetzt einfach in einen seriösen Beruf. Koksdealer. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Mann. Das ist echt krank hier. So. Und damit haben wir Episode 5 sogar schon abgeschlossen. Ich bin erstaunt. Und ich würde sagen, wir starten instant in die nächste Episode außer Betrieb. Los geht's. Lade schneller. Och nö, jetzt braucht er wieder so lange zum Laden. Wisst ihr was, dann mache ich hier einen kurzen Cut und bis gleich. Yeah.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Und es geht sofort weiter zur nächsten Episode, zu Teil Nummer 6. Ich bin Julian Dawes. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, es zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Hm. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. So ein Schwachsinn. Stellt euch vor, man nennt dort schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Nein. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Koreatown. Ein Autohaus. Nein, es ist die koreanische Mafia. Und Dawes ist auch dabei. Hast du sicher Beweise? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Hm, warum habe ich so das Gefühl, dass das warum nicht reibungslos genau, ich dir noch verläuft? Mal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Warum hast du ihn denn? Hm. Boah, geil, was für ein Bild, Leute. Das ist wer? Dort wohne ich. Naja, nicht wirklich. Home sweet home. So, können wir den Typen jetzt abholen? Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht ran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja. Nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Ja. Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Schaffst du das oder verkackst du das auch? Da ist noch jemand. Sie sind weg. Nee, okay, ich hab das Gefühl, dass noch jemand. Es muss Verkaufsdaten geben. Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Hm. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Komm, verzieht euch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Mit dem Thumbdrive. Okay. Mit dem Daumenfahr. Alles klar. Sicher nicht kaufen. Warum nicht? Was Ach, haben die denn? Halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Aber relativ praktisch, dass das Autohaus direkt neben der Tanke ist. Irgendwo, wo es dunkel ist. Hm. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Holz doch einfach durch. War jetzt nicht so schwer, oder? Was tut er? Ich kann nicht sehen. Ich habe da irgendwie ein ganz mieses Gefühl. Achso, okay. Dann halt auf die sanfte Tour. Genau, ich finde auch, dass jeder privat einfach so ausgerüstet ist. Wieso auch nicht? So, ich gucke mal kurz die Ausrüstung an. Aha. Warum genau habe ich die Waffe hier nochmal? So, wisst ihr was? Ich nehme verbessertes Standardvisier. Das ist eine Pistole. Scheidempfer. Gut, das ist mir Wumpe. So, gibt es hier noch irgendwas Schönes? AKFM. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ja, dann lassen wir doch die P90 mal P90 sein. Mit Scheidempfer. Alter, das sind das Visiere hier. So. Den nehmen wir mit. Der hat sich für gut. Den finde ich ganz nice. Panzerung ist auch okay. So.
Guck mal, wie er da unten schön auf den Boden zielt. Nimm doch die Waffe weg, Mann. Wer macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Gute Idee, jemand, dem ist scheißegal, ob er Autos verkauft. Naja, ihr habt recht. Also der Kerl hat recht. Ich glaube, ich würde dir auch kein Auto kaufen. Ist nichts dabei, was mich wirklich freuen würde. Was ich gerne hätte. So. Dann machen wir mal den Laden auf. Kein Alarm. Cool. Achtung! Boah. Jetzt hatte ich doch gerade ein bisschen Bammel. Hier stehen haufenweise Computer. Wenn er online ist, ist es der falsche. Da hinten ist was. Kann ich jetzt nicht? Was ist da auf dem Tisch? So. Mal was gescannt hier. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Oh. Hey, da am Computer. Ist das ein Brief? Zack, Beweise gesammelt. Ach, guck mal. Hier haben wir auch Ausrüstung. Ich fasse es nicht. Gut zu wissen, wahrscheinlich gibt es hier gleich eine Ballerei. Ich gehe mal an diesen PC, der... Ist der online? Nö. Interessant, wie das USB-Kabel da drin steckt. Naja. Der hier Download starten. Do not connect to Internet. Wie unauffällig. Also gut, wehe, das klappt nicht. Irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen. Du suchst sie. Okay, ich gehe das checken. Okay, wir müssen noch warten. Ausschwärmen, los! 3, 2, 1. Gute Nacht. Der Fluch der Scheiße! Da drüben nachsehen! Klappt sie euch! Ran da jetzt! Wow, was war das? Ich sehe ihn! Ich sehe dich auch, Schnucki! Wow. Fuck. Zack! Und einer weniger. Oh, da oben ist auch noch einer. Und aufgeräumt. Aber ich habe das Gefühl, das war's nicht. Deshalb mal noch kurz Munition tanken. Wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na? Wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Hier ist das hier, lieber. Hi, Leute. Da kommen sie. Schon mal einer weniger. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Aua. Noch einer weniger. Der hat sie so. Oh, Schande. Bam, bam, bam. Stirb, du räudiger Banause. Wow. Ich brauche mal Munition. Dankeschön. Oh, was schießt hier noch da hinten? Komm raus, ich weiß doch, dass du da bist. Zack. 87%. Bleibt man so einiges. Da hast du recht, ne? Hat auch einmal im Fall funktioniert hier, aber ich hab's ja gerochen, dass was passiert. Scheiße. Einfach hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Man weiß ja nie. Oh. Ach du Schande.
Das ist ein interessanter USB-Stick. So, raus hier! Ich renn doch schon! Scheiß die Wand an! Die haben eine verdammte MG da oben drauf gebaut! Steig doch schon mal ein, mach den Wagen an! Na. Drück drauf, Ernie! Wow! Was zur Hölle? Scheiße, ich sehe nichts! Wow! Ich habe mal versucht, ihn zu erlegen. Schande! Irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl. Wow, was geht ab? Wo sind wir? Wir machen einen Salto. Handstand. Oh oh. Wo ist dieser. Fucking. Irgendwie ist das. Irgendwie wird mir gerade voll übel dabei. So. Oh, verdammte Axt. Ich weiß, ich war dabei. Da drüben. Komm her. Oh Scheiße, ihr habt den Falschen angeschossen. Sorry! Wo ist denn der andere? Ach da. Zack. Heimatland. AKM. Die haben alle nur dieselbe Knifte, ne? Diese schreckliche AKM. Ich will die nicht haben. Kann jetzt mit dem Audio abhauen. Okay, Meister, kommen Sie mal her. Wir müssen wegfahren. Nix wie weg hier. Los, los, los. Ins Flussbett. Ins Flussbett? In das hier. Uahahaha. Verdammt, was für ein Theater. Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Scheiße, Mann, dann. Oh, oh. Bulli-Tesse. Erst müssen wir Boomer machen. Willst du mich verscheißern? Okay, flatsch, 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 flatsch. Wo muss ich denn hier lang? Was geht, Meister? Die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch Dorf vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay, verstanden. Oh, scheiße, hier geht's lang. Wow, was war das? Was die Lady will, kriegt sie auch. Wo muss ich denn hier lang, Mann? Ey, das ist echt ne okay. Quark hier. Halt hier an. Dann suchen wir diesen Boomer. Na, herzlichen Dank auch. Wieso kann ich nicht mehr fahren? Oh, schön. Egal, steigen wir aus. Das hey, Nachladen. Okay. Ist praktisch, was man so alles findet im Kofferraum von fremden Autos. Nächstes Mal bei Hardline. Keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen.